Nein, Bauarbeiten sind definitiv nicht dumm, weil sonst würden die Häuser, die wir machen, auch nicht haben. Ja, dass einer schafft und drei rundherum stehen. Klar gibt es zwischendurch das Bild auch, weil zum Teil halt musst du darauf warten, bis der andere dir das Element zum Beispiel aufgeben kann. Aber wenn du im dümmsten Moment das Foto machst, dann stehen halt drei rum und einer schafft. Also ja, auf der Baustelle mit dem Deutsch ist schon ein bisschen so eine Sache. Bringe Mattoni, Brenner Malta und noch Clavo aquí. Also hast du extra Arbeit, halt, weil er etwas nicht verstanden hat. Meistens sie sind halt dann auch peinlich, sie sind zum Beispiel älter als ich. Ja, sage jetzt, ja, ist gut, mach ich. Und dann macht sie etwas anderes, dann nein, nein, nein. Nein, die meisten Bauarbeiter getraut sich gar nicht, einer Frau hinter rein zu pfeifen. Sondern wenn sie etwas sagen, dann eher einfach zum Arbeitskollegen nebenan, so, hey, schau mal sie an. Aber es gibt sicher die einzelnen Fälle, die das machen. Das sind auch die, die unser Bild prägen. Aber ja, ich meine, wir sind auf der Baustelle alles Männer. Dann wird das auch zum Thema zwischendurch, unter vielen anderen Themen. Der schlimmste Job, den es in der Schweiz gibt, kannst du so nicht sagen, weil du siehst, was du gemacht hast mit deinen eigenen Händen. Du kannst draussen arbeiten. Wenn du einen schlechten Tag hast, darfst du auch das mal rauslassen. Du kannst auch völlig lustig haben mit den Kollegen, du kannst einfach mal einen Scheiß machen mit denen. Bindest ihn an etwas, ja, so hast du trotzdem auch den Humor drin. Das ist auch schön am Bau. Wenn ihr denkt, dass Bauarbeiter stinken, ja, je nachdem, was wir gemacht haben, stinken wir halt auch. Und klar, gehst du über den Mittag nicht schnell dich umziehen und es sieht dreckig aus und so, klar. Ist halt nicht so, wie wenn man jetzt im Anzug vom Büro kommt und kann schnell im Migros gehen und immer noch sauber ist. Die haben die Bauarbeiter nicht abschätzig anschauen, weil es steckt viel mehr dahinter und schlussendlich leben die alle in dem, was wir gebaut haben, dass das der Allgemeinheit auch bewusst und klar wird, dass ein Bauarbeiter nicht einfach ein dummer Sieg ist, der nichts Besseres gefunden hat.